Türkisfärbende Gebirgsseen, spektakuläre Wasserfälle, wilde Flüsse und unberührte Wälder, Treffen auf dampfende Schwefelschlote, aktive Vulkane und bizarre Lavahöhlen. Das alles und noch viel mehr hat die Shasta Cascade Region in Nordkalifornien zu bieten. Wenn Sie jetzt an einen Abenteuerfilm denken, liegen Sie gar nicht so falsch. Hi, ich bin Frank und ich möchte Sie einladen, mit mir auf Entdeckungsreise zu gehen. Durch die faszinierenden Landschaften der Shasta Cascade Region in Nordkalifornien. Eine Stunde östlich von Redding, das den Titel der zweitsonnigsten Stadt der USA für sich beansprucht, erhebt sich inmitten des Lassen Volcanic National Parks der über 3000 Meter hohe Lassen Peak. Eine der schönsten Aussichten auf den Berg haben Sie vom Lake Helen. Sie können aber auch auf dem Lassen Peak Trail durch Tannen- und Fichtenwälder bis zum Gipfel und dem Krater wandern. Sulphur Works mit ihren kochenden Quellen und blubbernden Schlammtöpfen können Sie gar nicht verpassen. Es riecht hier intensiv nach Schwefel, wie es sich für eine richtige Hölle gehört. Auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel machen wir einen kleinen Abstecher und gehen durch die stockfinstere und kühle Subway Cave. Bringen Sie Ihre Taschenlampe mit, um diese etwa 400 Meter lange Lavaröhre zu erkunden. Der Volcanic Legacy Scenic Byway führt uns danach durch eine aufregende Landschaft, vorbei an vulkanischen Aschekegeln, zum MacArthur Burney Falls Memorial State Park mit seinem atemberaubenden, 39 Meter in die Tiefe stürzenden Wasserfall, an dessen Grund sich ein zum Angeln einladender glasklarer Teich befindet. Sie können außerdem wandern, picknicken oder in Blockhütten übernachten und sogar Ihr Zelt aufschlagen. Eines sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen: die hiesigen Weinanbaugebiete. Hoch zu Ross geht es mit den Sheridan Creek Horseback Tours durch den Anselmo Vineyard, dessen vulkanische Böden ausgezeichnete Merlots und Cabernet Sauvignons hervorbringen. Ich hoffe, ich habe Ihre Entdeckerlust auf die Shasta Cascade Region in Kalifornien geweckt. Eins steht fest, ich komme bald wieder und zwar mit viel Zeit im Gepäck. Tschüss und bis bald!